Na, endlich ist das Baby mal im Auslandseinsatz, der Außeneinsatz. Wie spät ist es? Nach Afghanistan. Geil ist das, ja. Ich bin hier auf dem Hamburg-Rügenweg. Den müssen wir ab nächstes Jahr häufiger nehmen. Kannst du den Spiegel lesen? Doch nicht hier, da in Hamburg. Denn da, wo Wasserhahn dran steht, kommt auch Wasser dann raus. Die Mückenplagen an den Waden. Weil die sind schon durchblutet. Titten hört. Dann mein kleines Lieblingsmon. Nochmal ein Zoom durchs Verkehrsschild. Ne? Die wollen Inkognito heißen. Demokratische. Da ist auch noch dein Gürtel am Schild. Ne? Was ist das denn für ein Holzschild? Das ist ein Nagelschild. Stell dich nicht so an. Du bist aber lang in der Schlange. Natürlich ist das so klein, ne? Geht alle. Zur Neige. Verpiss dich, du Salznotverwend.
ganz cool, ne? Ja, ob das was ringt? Ah, gutes Format. Steven. Pippi. Oh, eine vernünftig große Uhr am Gelenk, wa? Oh, wie geil ist das denn? Wie man bei einem Bier kann man sich die Lebensgeschichte erzählen, nur. Oh, kein Torwart von St. Pauli getroffen. Charlie. Ja, das hat er auch gesehen. St. Pauli, wie geil ist das denn? Interview, Leute kommen hier zugeflogen. 18, 17. Ich will jetzt mal wissen, mal ein Heben. Rauchen und Wald ist der Boden, scheiße ich. Pupse. So über Lüblow natürlich, ne? Nee, wir kommen jetzt da rein und dann gibt's ganz geil, kommt man da ganz geil von hier aus auch über Wismar lang. Da muss ich dann durch Wismar noch 10 Kilometer durch und dann wieder zurück und dann ist auch Nacht und ich habe nur ein Vorderlicht, kein Rücklicht. Haha! Lachen im Wald ist verboten. Ist das geil, ey. So, jetzt hänge ich zum ersten Mal Steven ans Handgelenk. Ihr Waldgeister! Kühlweilers Junge! Hallo! Du hast das schon richtig gelernt. Auf dem Weg ganz schnell weg. Also den Weg müssen wir nochmal in Ruhe machen. Ne? Mit Summer Night Sail. Ich fahre jetzt über Lüblow, doch die Strecke da, nochmal zurück, also über die Brücke rüber, Wenschow, oder ich gucke jetzt mal auf die Karte. Das Mokwi. Können wir nochmal machen. Ne? Varin, müssen wir wieder auskennen hier. Alter, was ein geiler Wagen. Varin, ne? Varin, Varin, Trams, Jesendorf, Kahlenberg. Kahlenberg, Krassow. Ne? Krassow und dann fahren wir nicht nach Wismar, sondern Lüblow zurück. Ne? Zickhusen, Großstiegen, so. Ne? Nee, wenn du schon in Krassow bist, kannst du auch weiter nach Wismar fahren. Ne? Also, Zurow, Krassow, ne? Lüblow abgebiegen, ne? Wenschow, Trams. Ne? Ich komme jetzt nach Trams. Trams links, Nepersdorf fahren. Hast dich ver? Ja, Abenteuer. Komm, ey, ist nur ein Sommer. Danach machst du die Galerie auf. Entschuldigung, ich habe ganz schön investiert hier. Nein, die Höckerstraße bleibt und ihr kauft euch einen Suff. Ich dachte erst, das wäre eine Bauruine. Garage mit Haus dran. Panzermillionär von Kiel. Tja, ist eine Kastanienallee. Wir haben kein Geld für ein Ortsschild, weiß ja auch nicht, wo ich jetzt.
Wahrscheinlich habe ich mich nicht verfahren, sondern komme jetzt nach Fahren. Fahrenheit? Der nächste Imbiss essen Wismar und hast die Maske verschluckt. Das war nur eine OP-Maske. Aber das ist ja okay. Endlich Meerbrise. Das ist echt ein Ding, ey. Treffe ich Charlie, ey. Dann lädt er mich noch ein. Und da halten wir uns. Und ich setze ihn gleich auf eine Stufe mit Olli. Ja. Bei Zöselmann. Bleib koscher, meinte er. Ich würde ihn gerne nochmal wiedersehen. Interview machen, dann gebe ich ihm den Song von Klaas Glenewinkel. Den schreibe ich heute Abend noch einen Brief, dass er mir den Final Arena gewann. Die Kassette wurde ja geklaut, ey. Ja, Klaas Produktion. Ja, ich habe hier einen Schröter Mimikrieverhalten, ganz anderes Mimikrieverhalten. Na? Na? Ein kleiner. Von wegen Schröter. Das ist ein Laufkäfer, ist wahrscheinlich trächtig. Sorry. Scheiße. Schiete. Da komme ich. Ja, da komme ich diesmal nicht so leicht rüber. Toll. Tja, ich hab's ja Charlie versprochen, dass ich in einer Stunde in Wismar bin. Bin ich aber nicht. Obwohl, guck mal, der Weg führt an der A20 vorbei. Fahren. Das ist schon ein Fahrradweg. Bullshit. Ich fahre jetzt natürlich trotzdem beide Wege. Er muss doch das neue Land erkunden. Sonst fährst du immer nur um die Häuserblocks. Kilometer weit. Und da halte ich mich mit Charlie, dem Torwart von FC St. Pauli, noch darüber, dass Lindenberg an Timmendorf anzutreffen ist. Außerdem habe ich bei Enzo gelernt, bei Enzo Grappa. Da ist auch eine Brücke. Wie geil ist das denn? Eine zweite Brücke. Das ist dieselbe, bei der du... Nein, es ist nicht dieselbe. Das ist dieselbe, über die du gekommen bist, du Schrumpfkopf! Ah! Yeah. You really got me! Ha! Fucked! Ich bin ja also einmal im Kreis gefahren. Wirklich? Nein. Das ist eine zweite Brücke. Na gut, das soll alles austesten, ne? Ja, wenn ich damit ein Geschäft mache, hier Leute rumzufahren, dann muss es auch versichert sein. Bei der Hook. Zuck, Hook.
Kolchosenplan, alter Obstbaum, Kolchosenpflücker. Guck dir das an, ist auch schon ein grüner Apfel dran. Da ist noch eine Brücke, hier sind überall Brücken. Super. Hier meine Straßenbeleuchtung. Weiter im Text. Ich denke, ich bin im Fahren. Was ist, dass es da nicht reinregnet. Ja. Da regnet es nicht rein, aber geht jemand rein. Ist doch bewohnt. Ja, ich finde die neuen Häuser alle hässlich, die neuen Häuser. Ich nenne sie Afghanistan-Häusle. Happy Birthday. Siehst du? Ich bin in Fahren. Fahrenkrug? Hast du Fahren? Yeah. Hi, die Witzka. Super. Tja, und was willst du jetzt von den Schildern hier halten? Ne? Die wollen ins Gespräch kommen, wie viele Aktienpakete sie gebündelt haben in Bananien. Alles glühende Landschaften. Fahren. Der Weg sieht echt so aus, als wenn der noch original von der LPG gepflastert wurde. Endlich bin ich mal im Fahren. Der Truck steht auch schon davor, Fetzlauer. Zurück. Ja, du hast doch vorhin auf den Plan gekickt, ne? Hast du noch im Gedächtnis? Zuckshow? Zuckshow in Zuro? Auch nicht schlecht. Ja, dann fahren wir mal nach Zuro. Jo, also auf dem Plan habe ich gesehen, dass das hier an der A20 einmal rüber und einmal zurück geht, ne? Und dann kommen wir nach Ostwismar rein. Für einen Moment habe ich gedacht, wenn wir mit der Bahn fahren. Auch einer von den Songs, die hier in meiner Sammlung sind. Aber bloß nach ein paar Wochen fertig schon. Bei den Leuten dauert es Jahre, die Plattensammlung zu hören. So, zu Hause in Zuro. Die Zuckshow? Ach so, die Zuckshow ist in Plüschow. Ich dachte, die Zuckshow ist in Zuro. Tja. Rockmagazin ist in Roxin. Da siehst du. Oh. Wie geil ist das denn, Alter? Freund. Tja, der weiß alles. Das ist einer der Trainer von St. Pauli. Am Müller-Tor.
weites Land. Eigentlich wollte ich ihn fragen, heute ist er halt teilweise noch gekannt. Hätte ich mir jetzt vielleicht einmal zu machen gekommen. Der Kinderspiegel, den kannst du echt vergessen. Na, siehst du, heute kürzen wir das mal ab. Wir müssen nach Kallenberg. Da kommen schon zwei Kahne. Kallenberg. Das ist so wunderschön. Oberaffengeil. Ja, es ist halt Fee, ne? F-E-E. Ja. Und so soll es sein. Wunderschön. Was sie hier gebaut haben, ist ein Weg für die Trecker auf die Felder. Also ich fahre jetzt wieder über die Bridge. Und dann nochmal über die Bridge, ne? Ich pirsch mich hier jetzt von Osten nach Wismar ran. Eigentlich sollte ich diesen Weg da fahren. Cool. Ja, den Weg kann man auch fahren. Wir sollen auf den Plan gucken. Ne? Hier gibt es echt viele Brücken bei Wismar. Ich bin nur deswegen nicht gefahren. Ich bin nur deswegen nicht gefahren, weil ich dachte, muss ich die Autobahn so häufig überqueren. Ist ja auch ein bisschen bescheuert, ne? Ist auch die teuerste Autobahn mit. Du musst nur einen draufsetzen. Alles wird billiger. Ja, aber davon seht ihr nichts, weil ihr hier immer nur vorbeifährt. Ich habe keine Zeit. Nur Geld. Ich kann die Perspektive leider nicht mehr sehen. Ich nehme mal bloß ein Übertragungsfahrrad. Es ist wie auf dem Plan. Ich muss durch Kahlendorf durch und dann über die nächste Brücke rüber und dann komme ich in den Genuss von Osten nach Wismar reinzufahren. Weil da sieht man, was ein schöner Blick das auf der Stadt ist. In der Kirche da. Küssow. Und ich denke, es ist ein destilliertes Wasser, weil das seltsames Wasser, was hat gleich gegeben. Der Mann hat genau meinen Geschmack. Dass ich kein Schlachter bin. Schipper. Dauer nur Schipper oder Fischer. In Kallenberg sind wir auch wohl in Rennsitz. Ne? Wow. Kallenberg. Daher hat der Ort seinen Namen. Gut, dass ich
neue Pneus drauf haben. Willkommen. Oh. Wahnsinn. Schön. Kahlenberg. Kahlenberg hat zwei Brücken bekommen. Welche Sonne rauchen so. Erwischt, nein. Macht Mimikrie, stellt sich tot. Oh, was mir entgangen ist die ganze Zeit da in den Straßen von Wien. Sag mal, ja, mal. Silberpapier. Zikaden? Schauen wir mal, ob hier an der Mauer was angekommen ist. Da ist nur was angekommen, wenn einer zufällig Zaunerdechsengelege hier hingelegt hat. Darauf die ganze Zeit aufgepasst hat, 2-3 Wochen lang, dass sie auch schlüpfen. Das ist ja meine Methode. Und dafür muss ich ehrenamtlich Geld erkriegen. So, ich habe hier die neue Panasonic namens Steven. In Amsterdam war ich mit der Kenwoody Allen natürlich. Woody. Ich will mir aber trotzdem noch mal eine GBC holen. Eine Designer-GBC. Und auch eine große gerne braucht. Ja, eine Rauch. Das ist so geil. Jan ist in der Schweiz. Sollen wir mal eine Stange Parisienne mitbringen? Findest du mich noch gar nicht, wie ich da lang gehe? Dummer Roboter. Späten Schäfer, Gott lebt, schön frisch. Ich schaue mir gerade hier die Endmoräne an. Ja, die haben die A20 natürlich da genau reingesetzt. Und so viele Brücken über die A20 wie bei Wismar habe ich auch noch nicht gesehen. Aber hier Brückenbauer als Krückenbauer. Ja, Florian von Enkel Donnersmar. Schmelzsee. Ja. Also zwischen Wismar und Schwerin ist nur ein schmaler Grat. Der Schweriner See ist natürlich ein einziger Eiskegel. Das war alles Gletscher. Ja, vor Millionen Jahren.
Wer sagt denn das? Könnte doch erst 2000 Meilen. 2020 plus rein. Deswegen schaue ich mir die Moräne an hier. Die 15 Kilometer nach Bad Klein sind gar nicht so klein, die 15 Kilometer. Ich fahre gern 35. Da werde ich da wohl einen Imbiss ansteuern, kein Restaurant. Ich sage Sonntag nicht so einen Toten. Glocken. War da auch alles voller Gothics, wie in Güstrow. Hallo Ariane! Entschuldigung für das Gothic. Du kannst auch mit ins Boot. Ariane, grüß. Super Frau. Hallo Ariane. Wir wohnen in der Güstrow. Also gut, die Tour führt auch mal hier rüber. Das war krass, so mal sehen. Ne? So rumkommen an. Bis zur Baustelle, ne? Das heißt, ich muss dann doch die 7 Kilometer hier über die andere Straße fahren. Ja, mal schauen, ne? Das Schaf. Das Reh. Flüchtet vor mir. Ja, ich komme da trotzdem rüber. Umleitung. Wenigstens in Sicherheit. On a bridge.
Solarfelder. Warum packt ihr Deppen das nicht auf die Dächer? Germany come. Germany come. Germany come. Fällt für Solarzellen. Germany go, Germany go, Germany go, Germany go. Ich glaube, ich werde verrückt, das ist echt eine Baustelle, deswegen fährt hier keine. Du willst wieder drauf anlegen, dass du erst im Dunkeln ankommst. Und erst vor Mittag den Hof kehrst. Hof einfahren. Du bist ganz schön spitz, finde ich. Karina. Ist hier der Skandinavien-Kaiser? Tja, ich glaube, ich kann es vergessen von hier aus. Dann muss ich 7 Kilometer bin ich schon mal gefahren. Gelände 24 Stunden lang überlacht. Komm, mach mal Musik an. Sonntag. Da kannst du noch laut Musik hören. Quaker Oats, ja, am Hafen. Wächst Hafer. Quaker Oats. O-A-T. Ja, und das andere heißt Ornstein und Koppel. Oh, dieser Bänderhammer. Da ist die Quere da. Noch leerer. Wird doch leerer. Die nennen das Baustelle, weil die da noch nicht geteert ist. Vorhin bei Charlie, ne? In der Garage. Spielte die Heizer kommen von Udo, total geil. Ihre Süßen einzusperren. Krass. Ja, meine Familie war auch Polizei vor dem Krieg. Mit Summer Night Sale. Hörst du erst in 14 Tagen? Ja, eben. Danke für den Drink. Bajonett schon eingepflanzt. Primat.
einen richtigen Schleichweg hier. Ne? Hier bin ich. Da müssen wir herzogen. Werner Herzog fragen. Den Scheck. Er hat denn keinen Scheck, der braucht immer auch Geld für seine Filme. Das soll ich einfach machen, ne? Werner Herzog macht mal wieder einen neuen. Also ein Bösewicht. Ja, den Film musst du dir besorgen. Mit Isabelle. Ja, wie gut, dass ich das Rad habe, ne? Ja. Wohin hier nehmen? Hier fahren noch andere Fahrradfahrer lang. Ja, ich glaube auch, eine Dicke aus dem Haus raus. Ich muss Steven schonen. Na, 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 na. Das ist immer Hai. Denn es ist Kornfell. Geile Bank für mein Fahrrad. Na du alter Kiffer, bist ein Hippie. Das ist dem Torwart von St. Pauli gesagt, Charlie. Das war auch mal der erste Sonntag im Juli. Born on the 4th July. Ja, mit Jane Fonda. Coming home. Nee, aber hier kann man nicht die See sehen. Ist ja doch bei Boyendorf ganz rum, ne? Könnt ihr noch erinnern? Fuck you. Die haben ja echt einen Schleichweg zu ihrem Primatgrundstück. Nicht umsäumt. FDJ, habe ich gefragt, bevor sie starten konnte. Grundstück. Gibt es hier einen Pimbiss? Ja, endlich schaffe ich das dieses Jahr mal nach Wismar. Rechtzeitig zur Beerdigung von Marcells Schwiegerpapa. Marcel Dahms Schwiegervater ist doch gestorben. Seine Frau ist doch Wismarerin. Ich mache hier einen Shop auf. Hä? Ein Luxus-Shop. Galerie oder so. Was ist das? Familie Damen, ne? Hansestadt Wismar. Was ist doch gar kein Hansehafen. Ist er? Rügel nach Rügel.
Schuhe. Musst du einen lassen? Da siehst du, nach Frank Zappa. Rigo gab es Roggo. Guck mal, da oben sitzt ein Vogel. Siehst du, hier Straßenmeisterei Wismar. Aber mit dem Fahrrad nicht über die Autobahn. Na, aber du bereitest es keine 36 Kilometer, dann bist du da und dann spielt Nina Hagen. Das. Mensch, Harald Jahnke. Der muss wahrscheinlich mal. Hier fahren immer die Polen lang und überlegen sich, welchen sie sich davon kurz schließen. Okay, immer diese Autostopper, ey. Weißt du, auf meiner ganzen Tour, jetzt hier, kein einziger auf dem Fahrrad. Null. Während der Tour de France. Taxifahrer, wahnsinnig schön. Mühlenkamp. Ja, aber das ist keine Mühle. Das ist ein Turm. Jetzt ist er weg. Ich bin weggegessen. Hier findest du alles, was dein Herz begehrt. Taubenschläge. Strafenmeister. Da siehst du ganz ja schon aus. Bei Arnold. Ja, da ist die Totaltankstelle. Im Banierengebiet. Waldi. Oh, super. Weiter ist die Hämmer am Hafen. Irgendwie muss ich noch über die Bautokan. Über diese Brücke muss er kommen. Mit dieser Bitch muss er kommen. So ein bin ich auch als Alarmanlage. Wichtig, immer Wechselhemden. Können Sie mal bitte eben wechseln? Und da. Könnte was los auf dem Dom. Das ist aber nicht die Brücke, über die du wolltest. Ich weiß jetzt auch nicht, ob hier noch eine Brücke kommt. So eine Sackgasse. Da würde ein Sackgassenschild drauf sein.
immer nur Wismar sehen und dran vorbeifahren. Mein Magen hängt mir im Arsch. Ich brauche ein Fischbrötchen. 5 Euro. Leck dich. Ich sehe auch gerade, die Kamera ist ja hier bunte Blinker drin. Juhu, eine Autobahnbrücke. Hä? Freu dich bloß nicht zu früh. Spar dein Schicksal dir auf. Ja. Eine Autobahnbrücke. Das ist so hier die Abgeltungsecke. Wir wollten hier mal eine Fahrradbrücke rüberbauen. Da haben sie gesagt, nö, lass mal, so viel mit dem Fahrrad kommen wir ja nicht lang. Ging schön bergab. Ich weiß auch nicht, vielleicht lassen wir das lieber mit dem Essen in Wismar. Doch, der Tankstelle. Tankstelle. Bei den ersten Fahrradtouren, als ich in Wismar ankam, hier im Imbiss. Erstmal eine Flasche Fanta geholt. Ne? Flasche Fanta. 4 Mark. 4 Mark dankt. Hol dir eine scheiß Pizza. Wo ist die Bridge? Das ist auch keine Bridge. Da ist die Bridge. The fucking Bridge. Eine Fehlplanung nach der anderen. Also mit Fahrradbewaffnung. Can I count it on? Over the bridge. Wo soll das da über die Brücke gehen? Kehrst du doch wieder um, wenn das so aussieht da in der Ecke. Ja, Lübisch. Dann ist Lübisch. Lübisches Öl, Agib. Hier bin ich. Zum zweiten Mal diesen Weg lang. Sieht doch scheiße aus da, die Ecke, der Brückenkopf. Morcheln! Echt, diese blöde Pilzsuppe, die ganze Zeit am Pupsen. Ich dachte, das ist der Senf, das ist eine Pilzsuppe, hab ich falsch gegriffen. Er kauft immer die mit der Pilzsoße. Oh Scheiße, jetzt habe ich die Köpfe, die Scheißente.
Das ist doch kein Brückenkopf, hier ist doch eine Krankheit. Wollt ihr mich veräppeln? Da ist die Bridge. Was ist denn das für ein Weg hier? Da kehrt doch jeder vernünftige Mensch um, wie ich auch. Und dann ist der Weg zur Brücke. Oh, bin ich froh, dass ich nicht beim Libyer essen muss. Essen du musst. Meine Elstern. Erste Elster des Tages. So, das ist die Brücke für die Bad Kleine. Wie in Schwerin. Hochkant, Alter. Nein! Da hat er gesperrt. Der Junge mit dem roten Fahrrad da. Ist ein Star. Lübeck, Wismar, Mitte. Ihr habt auch eine ziemliche idiotische Beschilderungstaktik hier. Kannst du gar nicht satt sehen. Herrlich. Heulen. Anhalten, heulen. Mein Land. Lübeck, Wismar, Mitte, so ein Bullshit. Echt, das ist mal das Schild, kriegt einen absoluten Rückwärtsausgang, echt. Wo ist die Taste? Steven? Okay. Klasse. Kalle Basse. Zum Bullenpuff. Da gibt's Bullen. Hier lang, dann kommst du da lang. Ich habe mir das schon vorher angeguckt auf dem Internetplan. Als erstes haben sie da ihre Shisha-Bar reingesteckt. Die Arabisierung ist abgeschlossen. Das ist ein Hohn. Ich habe nicht nachgedacht. Das ist ein Hohn der jüdischen Bevölkerung. Da ist auch eine Hase am Feld. Hase. Ja, ist es. Echt. Ist es echt. Jetzt müssen wir die nächste Zeit aber wirklich europäisieren. Europäischer werden! Hier fährt keiner außer ich und die Feuerwanzen. Das ist eine Neubrausiedlung und ich kann mein Wismar nicht erreichen. Na, wenigstens hat sich der Fuchs hier gesonnen. So ein verdammter Bockmist! Du musst das mit dem Fahrrad erstmal erschließen, ne? Ich habe keine Lust, eine Bockwurst mir in der... Ich fahre jetzt trotzdem nach Wismar und ich fahre im Dunkeln zurück. Scheiße! Cheater.
vielleicht ist es auch zum Asiaten. Passt zu dem Pilz und gestern. Nee, gestern gab es Reis. Zieh du den neuen Hausherr? Zockshow, Mann! Nach Neuendorf, da gibt's eine gute Fritte. Also Merkel, alles Sackgassen. Ich kann alles wachsen. Ich kenne doch jedes Kind. Lübeck, Wismar, Mitte. Wahnsinn. Wozu haben die diese Brücke hier gebaut? Dann wäre es ganz abgeschnitten. Fahren vererben. Links, rechts, geradeaus. Ist da irgendein Weg zu sehen? Scheiße. Die Brücke ist ein Hohn. Ohne Schilder. Hunger! Hier ist eine Kirsche. Ey, so ein Bullshit. Und wenn es da auch nicht lang geht? Dann esse ich bei Hemm. Nein, da ist noch eine Brücke. Ich soll von hier aus nicht nach Wismar kommen, ne? Und was fressen! Was ist das für ein Wahnsinn hier? Überall Brücken und hier total tote Hose. Hier willst du als Frau nicht alleine... Als Frau? Ja, als Frau? Ja, das sind Mückenstiche. Hier willst du als Frau nicht alleine zur Schule fahren nachts. Oh fuck! Dann muss ich doch mit dem Zug fahren. Ey, 15 Kilometer mit Bas klar, das ist total tinnerf. Wozu hast du denn deine Dings da mitgenommen? Ich soll nicht nach Wismar, ne? Ich muss doch jetzt wissen, wie es hier nach Wismar geht, wenn du schon so einen Geheimtipp hast hier. Damit nicht der Nächste ausrastet. Das ist für die Landjugend, damit sie zur Stadt kommt. Mit dem Fahrrad natürlich. Hey, mit Bus.
Motor und Psycho aus. Ah, wenigstens wird man hier mit Natur belohnt. Munga, Kulamf, heißt das. Hungry! I'm not hungry, I'm starving! Danke, Ringo. Schick mal den Affenkopf da nach Hause ins Holter. Ich sehe nicht, dass ich hier nach Wismar komme. Da habe ich den Dom schon vor Augen gehabt. Ehrlich. Zivilisation. Fressen und gleich weiter. Endlich. Da musst du doch einmal wissen, wie du hier langkommst, da an dem Fernsehpimmel. Ich hab gesagt, raus aus den Augen und zwar sofort. Ist nicht geschafft, dann schafft es meinen Saft. Alter. Fahrradweg im 21. Jahrhundert sieht aber anders aus. Ja, bis hierhin hat das Geld gereicht. Als wir festgestellt haben, da sind nur 5 Leute mit dem Fahrrad langfahren. In der Ulrich-Zeit. Ich habe mich ja schon auf einigen Wegen nach Schwerin angepirscht. Ja, und nach Pirsch ist ja auch ein Auto lang. Aber sich nach Wismar durchpirschen, ne? Ja, ist ja auch alle vermint. Zufahrtswege. Haben wir das Rendsburg vergessen? Die V380. The Joker. Der Joker. Everyone laughs when he's down. Ist ja auch kein Mensch unterwegs, sag ich doch, sonst ein Atomkrieg. Das ist mein japanischer Kirchenknipser. Zivilisation! Machen sich auch gleich hier ein so ein Typ mit dem Hund und dann ein so ein Geräusch aus dem Schrebergarten zum weißen Felsen. Das war ja aber bestimmt nur einmal. Von Wismar mit Fahrrad zurück nach Schwerin und dann so viel zahlen wie nach Lübeck. Ohne Fahrrad. Aha, ist ja teuer. Fuck you. Na, da, da, da. Leg dich auf die Fresse.
Alter, hier ist auch alles ausgestorben. Ne, check mich da auch wieder. Wie wär's mit dem Damenrad? Damenwahl Merkel. Sieht aus wie Wolfgang Hirse. Okay. Also, wer ist eine gute. Ich muss jetzt erstmal zum Bahnhof. Das ist doch bescheuert. Echt? Tropfen habe ich auch schon abgekriegt. 10 Euro für den Bahnfahren. Ich hab doch kein Geld mehr. Ist mir wurscht. Beim Frühstück langt's. Hier ist eine Asia-Reise. Scheiß Covid, Alter. Ja, davon träumt ihr. Fahrräder. Da wirst du gemolken. Vorhin waren ja auch Gasanlagen. Sel. Sel? Ah, super. Es ist hier genauso wie an allen Ärschen der Städte auch. Nur am Bahnhof schlurfen sie rum und verkaufen dir neues Zeug aus Neudrückhausen. So, Al-Safi, Al-Jazeera. Ah, hier bin ich, im Hochschulstadtteil. Der Herzog. 16.07.08. Ja, ich kauf sie. Hört sie frei. Hier in Lübeck war ein Rot. Zivilisation. Alter, der sitzt da draußen vor seiner Haustür und putzt die Schuhe. Bullshit. Bockmist, Bockmist, Bockmist und Bockmist. Und Bockmist. Da sagst du noch, Bullshit heißt das, Bullshit! Wuhu! Summer! Ausgestorben. Hier wird's hinziehen, genau. Ausgestorben. Dann spiel doch wenigstens Mafia, Maffei. Dullerop. Man fragt aber, wer hier die Tour sind. Domo arigato, Mr. Roboto. So. Morgen um 7 ist die Welt noch in Ordnung. Doch ein Haushälfte. So, hier einmal um. Dansker Straße.
ganz richtig. Auch in Berlin. Oh nee! Leck dich! Ja, was denn? Was willst du jetzt dann kontrollieren? Aus dem Staub? Oberaffen geil! So ist aber gut, jetzt habe ich Kohldampf. Ja, danke. Ja, arrivederci. Arrivederci, Hans. Na, endlich hast du denn mal richtig zu Ende gedichtet, den Song. Hoffentlich ist er nicht dann auf dem absteigenden Ast. Der Fußballclub. Ah. Ah, Peruanerin. Wie geil. Arrivederci. Ja, lass uns morgen wieder telefonieren, ja? Tschüssikowski. Müssen wir natürlich auch noch sagen, ne? Scheiße, wir sind ja rauchen und hier muss man dann die offene Kneipe rein. Hein. Die ersten, die mit dir empfangen, sind die Empfangenen. Die einzigen, die hier Fahrrad fahren, sind die Kids. Zum Kotzen, ne? Und dann hast du hier auch noch, man sieht es ja gar nicht mehr. Hier auch genau eine Panasonic-Batterie, eine plattgewalzt. Da ist eine Vater. Hat doch gesagt. Die Empfangene. Er ist ein Philosoph, ne? Das ist Dschibuti. Da gibt's Schibo. Irre. Ich komme auch aus einer Hafenstadt. Da. Alles Matrosen. Du Glas. Das Zentrum fest im Blick. Die Wodka. Also hier in der Ausfahrtstraße ist nichts mit, aber auch überhaupt keiner, nicht mal ein Döner. Ohne Dönerdorf. Wir müssen uns weiter europäisieren. Dann gehst du zum Asiaten. Ja, wir machen wieder hier den Bahnhof ausbauen. Ja, da muss ich ja beeilen, letzte geht um 10, ne? Alter, Schwede, genau!
Wahnsinn. Mal hier und her. Achtspurig. Schön, der Sonntag ist so viel los. In der Küstenstadt. Ja, bitte vertitten. Verstehst du? Vielleicht wieder 5 Matrosen oder sonst kein Einheimischer. Tinte! Du kannst doch nicht einfach hier über die Straße. Siehst du? Komplex! Hast du mal Feuer? Nee, eine Zigarette, ne? Bullshit, Bullshit, Bullshit und nochmal. Hier ist ein Fahrrad. Ja, cool, ne, der Kater. Weißt du, der fährt jetzt ein Zug? Nee, 2. Tut so, als wenn sie mir nicht hört. Tote Hose. Was heißt die denn? Mann, ist hier was los, nämlich nichts. War hier schon mal was los? Ja, in den Wendejahren. '22, '24. Entschuldigung. Du hast ja vorher noch Zeit, was zu essen zu finden. Ne? Vollwurst! Endlich seid ihr ohne mal wieder hier. Das ist wirklich eine Nachttour. Ja, ja, Haarschneider und Imbisse. Ich kann seit 31 Jahren nicht mal fritten. So, hier war irgendwo eine Pfeife. Boah, ist das tot hier. Ja, in Jamaika auch. So musst du wieder außereuropäisch essen. Irgendwas fehlt. Dein Wagen. Dann gehen wir zum Europäer. Da ist ein Europäer. Haben die Fritten? Ich habe mir jetzt extra für Wismar gekauft. Wo ist denn die König-Otto-Karbrücke?
Information kostet nichts. Ja, da gibt's Fisch. So, für den Ausbruch auf die Spreeperle hast du ja richtig auch irgendwas zusammengesammelt, ne? Musketen und Dudelsäcke. And take the time. Das sind jetzt die Zeitnoppen hier. Oh, sie ist japanisch. Scharf. Hier am Hafen und gibt's immer was zu lachen. Natürlich ist der Hafen das Zentrum der alten Welt. Das alte Europa nach Wahl. Vor den Wahlen kostet die 15,60 die Scholle. Ah, am Bosporus. Erwartet. Nicht Berlin-Döner? Fleischpasta. Fisch heißt Fisch. So. Am Dom! Wer ist mit Döner am Dom? Also die an Kitesealing, ne? Covid, ne? Covid-21. Kannst auch Halleluja sagen, Halleluja. Du, ich habe eine tolle Idee für deinen Imbiss. Döner am Dom. Da gibt's Fisch. Na, da auch. Guck dir den Arsch an von dem Kasten. Das ist ein Heck, wa? So ein Spuk. Der Spuk. Auch in Wismar, gleich wieder gespukt. So heißt sie. Nosferatu. Alter Friseur ist so Imbisse. Ist das deine Konkurrenz? Sieht aus wie Barbier? Barbeck?
für Lederbekleidung Gisela Klopfer, Glas Tischler. Und hier ist der St. Petriberg. Und genau, wow, wow, wow. Du hast deinen Tabak verloren. Das war gute Ohren. Das ist auch türkischer. Oh, das ist öde. Ich bin ja hier, um das öder zu machen. Hier ist nichts voll mit Leuten, die das mieten. So, da hinten ist ein Imbiss. In dem Park. So längst zu. Na, der Kila. K-I-L-A. Der Kila ist ja gerade vorbeigefahren. Kein Bock, hier nachts durchzufahren. Fuck, 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 fuck. Wie ist das Fressen? Und geht fahr zu McDoof. Ja, wenigstens gucken können. Ja, in Ägypten war auch alles bunt. Da, ein Imbiss. Das sieht aus wie ein Puff. So eine Pizza. Das ist doch geil. Pizza. Ich wollte eine Pizza. Ist geöffnet! Also auf mit dem Bockmist! I'm not hungry. I'm starving. Ah, Pizza Antalya. Natürlich kennen die Nosferatu, deswegen hieß der Pizza Dracula. So, und da vorne war ein cooler Imbiss, aber der hat bestimmt heute nicht auf. Also die beste Pizza, die man sonst haben kann hier. Pizza Dracula. Alter, dann wollen sie mir hier vor der Pizza Porno auch noch mit ihrer Frau verkaufen. Ich ein Sott, dass das Licht jetzt aus ist. Wismara kennt Dracula nicht. Kein Bock auf Tourismusmenü. Fischdöner. Pizza al dente. Da ist die Uhr. Leute, viel Spaß noch. Mach's gut. Pizza pronto. Geiler Chevy. Wie? Das Licht ist aus. Es gibt keine Pizza. Aber ich krieg eine. Ich bin hier rechtzeitig gekommen. Eine halbe Stunde machen die zu. Pizza ist fertig.
Da ist er sicher, da ist die Pommes-Schranke. Da bin ich einer, der Werner Herzog kennt. Wie meine Westentasche. Pizza, Pasta. Such, such. Pizza ohne Namen. Pizzeria Pimmel. Selbstabholer. Selbstabholer? Hier, Stilobüro, da gibt's noch davon. Danke für deinen Tipp am Mittelhahn. So, 38 Kilometer. Das wird eine Fahrt mit der Bahn, ne? Ist das ein Puff? Geöffnet Spielsalon, ja, ja. Alter, das Geschäft hat immer Konjunktur. Königlich, ne? Fregatte Baujahr 2018. Pizza Regenschirm. So, hier sind also die illegalen Partys, habe ich in der Zeitung gelesen, ja? War gestern. Oh Mann, ey. Alles verpufft. Hier ist Parkinson. Ja, und da ist Ibiza. Auf nach Dänemark, da gibt's Öl. Am Pier. Ich hatte nämlich kein Licht. Ja, die Bild. Noch einer durchs Bild. Oh Mann, ey. Gut, dass ich Bahnkunde bin. Das wird die nächste Tour da. Da waren echt 5 Leute in der MS. Denkt New Orleans, davon träumt ihr. Nur Ausländer mit Karossen. Ja, ja. Die checken hier, die patrouillieren.
Fahren wir noch hinten rein, ich habe keinen Rückweg. Hier bin ich. In der Hafenstadt. Die Marktgelände. Ferienapartment. Da kommen 8 Dänen. Die zahlen in Drachmen. Fast nix. So, hier sind also die illegalen Raves, ja? Ihr seid doch die Veranstalter von diesen illegalen Raves hier. Ich sehe es euch genau an. Alter, mein Job! Auf der Love Parade. Schon 20 Jahre zu spät. Auf nach New York, na klar. Gratis Pizza ab jetzt, vorbei. Wo sich die Touristen kommen. Police. Da haben wir so einen Import mit einem nagelneuen Fahrrad und einer Plastiktüte, ne? Hier ist das Testzentrum und das ist ein Kotzbrocken. So ist recht, Sonntag 22 Uhr. DJ hat eine Zugabe gegeben und ich lasse Dampf ab. Und das ist Lady S. Pizza Porno. Der Knastrock. Ein Leuchtfeuer hast du da drüben gesehen, ne? Elvis lebt. Pizza Dracula. Da siehst du, das rockt doch am Hafen immer. Okay, das letzte Lied und dann schnell zum Bahnhof joggen. Löw. König der Möwen. Tschüss. Boah. Oh Mann, ey. Ich hab mich einfach mir mal die Glotze mit angeguckt. Wir sitzen hier in seiner teutonischen Wacht. Wir haben hier Tim Schaaf, verstehst du? Tim Schaaf. Wollt ihr mal reinziehen? Ramirez.
Die Palme ist ganz nett. Also fährt sich doch gleich viel besser. Ein Rucksacktourist hat da keine Koffer. Nichts los ohne Touristen, ne? Ein Pizza-Zuhälter. Das ist die Dotcom-Blase. Drei Geschäfte. Das ist seins. Pass auf, die kann in die Flasche pfissen. Ist mal krieg ich wieder in die Kombüse. Entschuldigung, sprechen Sie irgendwelche außereuropäischen Sprachen? Na? Ja, ein Schnarr. Danke, Lena, für Schnarr. Ach, geil am Hafen. Eine italienische Hafenstadt. Ich hatte einfach Bock auf Pizza. Schwupp ist der 20er weg. Wir haben echt keinen Bock. Das erste und das letzte Mal. Wahrscheinlich nicht das letzte Mal, aber das erste Mal, dass ich von Wismar nach Schwerin fahre. Eine Polente. Wo ist das Cinema? Da kommt Otto. Und vor Otto kam Udo. Wen gibt's noch? Yvonne Katterfeld! Mal nach Rostock geht's nicht. Kann sich gar nicht entscheiden, ne? Wie viele VW-Käfer sehen Sie? 5. Ja, wenn jetzt die Luft raus ist, ne? In der Warmbadeanstalt, da ist die Luft ganz schön raus. Nee.
benutzen Sie Schaumstoff. Unterlage. Der Po könnte Wund scheuern. Ist doch wie es angefangen hat mit Toilettenpapier. Alter, wie werde ich jetzt hier umgelenkt, um nicht rechtzeitig zum Bahnhof zu kommen? Wahnsinn. Lidl Richtung Pöhl. Ich würde das Richtung einfach wegmachen. Dann steht da Lidl Pöhl. Sie fahren ohne gültige Fahrerlaubnis. Im Straßenlicht. Alter. Wir können kurz was hören, wir brauchen schon 5 Jahre. Das ist die Särge Appenzell. Deine. Für die Kleine. Dracula! Wie fantasievoll! Das heißt Fledermaus. Pizza Porno, da steht schon der Schweriner. Ich fahr mal auf der anderen Seite rein. Der Käseklumpen, Käsezahl. Neues Deutschland. Maske. Der Bürgermeister von Rostock hat gerade eine Maske. Schau den. Hast du was gegen Europäer? Das mir. Wieso siehst du denn jetzt auch wieder aus? Du hältst gar keine 2,5 Stunden, du böses Ding. Nur wenn du an- und ausschaltest. Oh, Mensch, ey. Nur bei Kleinen stand halt am Gleis Schwerin dran. 0 Uhr noch was fährt der letzte oder so. Ich rülpse laut. Nochmal rülpsen.